Sauermüll. Sind denn Empfzeichen was? Ja. Ein Apfel einfach so zum Essen. Was hast du denn? Maroden Mann? Da hilft der Apfel, das habe ich heute schon ausprobiert. Aber nur Trieben. Das ist ein Säuerling. Nur Trieben. Echt? Wie das? Na, das kann ich dir jetzt nicht machen. Hast du noch sowas mit Weimar? Ja, dann. Der Kaufnix-Tag. Wie seid ihr drauf gekommen? Der Lukas hat das im Internet, glaube ich. Da gibt's so. Das gibt es ja schon lange. Das ist ja keine Salzburger Erfindung. Das ist. Aha. Also. Es hat in Salzburg auch schon öfter Aktionen gegeben. Es ist halt immer am 26. November. Oder ist es immer am ersten Samstag? Am letzten Samstag, glaube ich, im November. Am letzten November, Samstag. Also quasi einer von den konsumreichsten, konsumstärksten Tagen im Jahr. Wie lange läuft die schon? Schon ein paar Jahre, oder? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ja, cool, halt, dass du das machst. Dass das auf der ganzen Welt halt in irgendeiner Form dass der Tag gefeiert wird. Und wo habt ihr da die ganzen Lebensmittel dann her? Das sind ein bisschen so die Abfälle unserer Konsumgesellschaft. Aha. Wobei also, es jetzt keine Kritik jetzt an die Menschen ist, dass sie das alles wegschmeißen, weil einfach unsere Wirtschaftsweise darauf hinausläuft, dass einfach zwangsläufig so viel weggeschmissen werden muss. Und ja, das heißt, wir haben niemandem was weggenommen. Und trotzdem ist es illegal. Trotzdem ist es illegal. Ja, ja, also klar. Das ist ein bisschen wie Robin Hood, glaube ich. Das sind verrückte Leute, gell? Ja, nein, es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, dass sowas gemacht wird. Ja? Ich finde es aber gut für Leute, die nicht viel haben. Und nicht, denn meistens Frauen, die verarmen heute. Ja. Ne? Die haben keine Rente und können sich so vieles nicht leisten. Ja. Das finde ich aber in Ordnung. Dann legt das die Bälle. Nein, nimm's mit, bitte. Wer hier muss das heute noch heimfahren? Nein, oder wir müssen das heute noch heimfahren. Da muss man abpassen. Das hören wir schon mal erst. Anderen Seitenwerbung machen. Ja, die machen auch so. Weil das ist hier regiert, ne? Entschuldigung, darf ich Sie fragen? Sie haben ja gerade so einen schönen Adventkranz gekriegt. Ja. Haben Sie sicher sehr gefreut, habe ich gesehen. Ja. Was halten Sie von der ganzen Aktion? Ja, das ist natürlich sehr, sehr selten. Und ich lebe von der Notstandshilfe und bin arbeitslos und so weiter. Da. Und ich kann mir das nicht leisten und so weiter. Mhm. Das heißt, wenn er so ein Konto am Markt kauft und so weiter, kostet so 50 Euro und so weiter, das kann ich mir leider nicht leisten. Ja. Man sollte sich vor, dass die Leute das eigentlich wegschmeißen und dann, wenn man das eigentlich strafbar wäre, wenn man das dann aus dem Container wiederholt. Ah.
Also ich sage, die letzte Würde soll man sich ja erhalten, aber es gibt genug Leute, die immer reden, hey, was jetzt machen, das soll man aber nicht verurteilen. Ja. Aber verurteilen soll man das, oder? Das wegschmeißen. Oder? Das ist richtig. Oder? Es soll nicht irgendwie so, genauso wie sie das machen, gegründet werden, dass sie dann die Leute das irgendwie also unentgeltlich nehmen können und so weiter. Oder? Das finde ich gut, oder? Ja, danke sehr, gell? Bitte sehr. Und einen wunderschönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Schönes Wochenende. Gleichfalls, danke. Hey. Darf ich was nehmen? You want something to eat? Thank you. For free. No, io perché adesso... Ma no, è che c'è, non è che mi dà, non è che mi dà. Holländischer Käse. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, was Sie so von dieser Aktion halten oder was Sie so verstanden haben? Ich lese es gerade durch. Erst. Wir haben jetzt nur für ihn sowas ja? geholt. Und ich muss das jetzt gerade erst durchlesen. Ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Ja, ich finde, es ist nicht nur was Gutes, dass man was geschenkt kriegt, sondern wenn es um sowas geht, Bewusstsein schaffen. Genau. Das ist gut. Darf ich Sie fragen, was Sie so von dieser Aktion hier halten? Ja, ich war jetzt einmal perplex, dass das überhaupt gibt, ja? Dass man was verschenkt. Das sieht man nicht so oft, gell? Nein, aber ich habe das noch nirgendwo gesehen. Ja, Ich finde das ganz toll, weil es wird ja wahnsinnig viel weggeschmissen. Schon, das, gell, ja. Da rieselt es ja im Rücken. Dass es oft unter Strafe auch gesetzt wird, wenn zum Beispiel bedürftigere Menschen sich da bedienen würden aus dem Container, was weggeschmissen wird. Das ist ja doch eigentlich ein Paradoxon des Gesetzes, oder? Ja, fürchterlich. Also man hat das ja eh schon oft gehört, gell, dass ganz Graz oder ganz Linz könnte versorgt werden, allein was man am Brot wegwirft. Ja. Also das ist schon erschreckend. Darum finde ich das recht eine gute Idee. Ich glaube, der Gandhi hat das einmal ja gesagt. Es gibt genug auf der Welt für jeden Menschen, nur nicht für die Gier der Menschen. Wenn man sich mehr mit den Sachen befasst, dann ist das, was mit der dritten Welt und so weiter, was da passiert, wenn man sich da ein bisschen mehr informiert, das ist sehr, sehr erschreckend. Könnte man öfters machen, gell, ja, so Aktion. Ja, also finde ich ganz, ganz toll, dass das gemacht wird.
Wir sind halt zufällig in Salzburg, weil meine Freundin aus Südtirol ist. Südtirol, schön, ja. Wir haben miteinander studiert und da waren wir jetzt am Mozarteum. Das ist sehr schön. So alte Zeiten vorgeholt. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in Salzburg oder Tage. Ja, ja, danke. Und alles Gute. Danke, gleichfalls. Wiederschauen. Tonight we're having fun. We'll show these boys a brand new dance that never have been done. Hallo? Hallo? Darf ich fragen, was Sie hier machen? Ja klar, fang zurück. Ich sehe da steht Geld zu verschenken drauf. Ja. Wie kommt man auf sowas? Haben Sie so viel Geld? Ich war gerade danach. Ja? Ja. Gibt es da bestimmte Gründe, dass Ihnen danach wird? Oh, mir war das Grund genug. Ja? Also der ehrlichste Grund der Welt, meiner Meinung nach. Ja. Sehr schön. Dankeschön, dass Sie das machen. Dankeschön. Der Liebe sozusagen. Hi. Namaste.
kostet das ganze Geschenk? Nein, nicht. Nein, hast du privat? Ja. Privat? Ja. Nein, dann hätte ich gesagt, nein, siehst du, dann habe ich uns nicht gekriegt. Aber... Dann ist es ja eh gut, oder? Bin ich uns nicht eingekauft jetzt? Nein, weil... Oder hast du es schon? Ich habe schon, ja. Ja, eben, deswegen... Ja, dass ich keine Freunde raus habe, das war mal schon. Ja. Ich kenne den auf jeden Fall zwei Wochen, wo die erst eingekauft waren, aber auch dann spontan verschiedene waren, wie das dann von alles gefunden hat, das ist immer was ich vorher gekauft habe. Aber man findet schon so explizite Sachen auch, wie zum Beispiel Einwegrasierer oder so, wenn man einen Haufen hat. Einwegrasierer? Ja. Wirklich? Ja, weil die laufen nur so leicht da. Ich habe am Mittwoch zwei Kisten mit der Fettkerze. Und dann schauen wir weg, dann muss ich als erstes an der Fettkerze. Voll schön, wenn das überhaupt steckt gemacht. Aus dem Weg wieder. Ja. Das ist ja eigentlich. Verschenken ist es illegal, aber wir sind zwei Personen und haben eine Botschaft, deswegen sind wir zusammen. Ja, ja, schon klar. Wegen ja, ja, sicher. Ne? Wollt ihr was? Aber schön, wenn ich es mir jetzt kommen. Wenn man das schaut, ist einfach nur ein anderer. Ja, aber nur er. Ich hab's mir auch gesagt. Kollegen und Kollegen. Ja, bitte. Ja, weil dann möchte ich euch das alles weiterbefinden. Ja, dann schön. Vielleicht habe ich mir schon gemacht. Genau, überlegt. Ich habe mir schon gemacht. 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 Ich habe mir schon Bitte schön.
Darf ich Sie was fragen, bitte? Was haben Sie so eigentlich noch mitgenommen? Ich meine jetzt nicht, was in der Tasche ist, sondern was denken Sie sich so in die, über die Aktion? Ich denke mir, das ist gut, weil ich kaufe oft minus 50 Sachen im Kaufhaus. Ja? Und ich will überhaupt nicht, dass was verschwendet wird. Ich bin jetzt eingeladen zum Essen bei einer Freundin, das bringe ich ihr mit, erzähle ich ihr auch davon. Und ich finde, das ist eine super Idee, weil es ist bewusstseinsfördernd. Ja? Die Leute sagen, aha, da gibt es was für nichts. Ja, nicht? Nachdem eh so viel weggeworfen wird, ist gut, dass ihr euch die Mühe macht und das so anbietet. Ja, danke schön. Wirklich. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude, gell? Danke, und ja, euch auch. Wir schauen, dass man sowas öfters macht, gell? Gell? Ja, schon, absolut. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, freuen wir uns. Explodiert es mal. Selbsterfahrung ist extrem interessant. Wie oft macht man eigentlich diese Bewegung? Ja. Stimmt, das war nämlich das Geile. Diese Geldtaschen-Aufmachen-Bewegung. Total automatisiert, das Geldtaschen aufmachen, man kommt gerade raus und wieder rein, einstecken. Bist du aus Salzburg? Ich wohne in Halle in Salzburg. Ja, wolltest du euch was mitnehmen? Aber ihr habt es auch gestern angekauft. Das ist ein Lebensmittel, die unsere Gesellschaft für den Müll bestimmt. Das ist ein Gedampfter. Das ist so ein bisschen Fahrrad, das ist illegal. Also, ihr dürft euch einen Apfel mitnehmen, ein Kraut, das ist nicht Fahrrad. Das ist ein Kraut, das ist ein Feuer, der hat was gegeben. Und dann bitte Rot und abgelaufen am 24. am 26. Das ist heute. Man geht da locker. Ja, nehmen wir einen Punkt. Wolltest du mir also siehst du, das ist eine Natur, in Bio-Qualität wahrscheinlich. Ist es nicht, war das dann eine extra? War das nicht beim anderen? Ich meine, das Bio. Also, ich mache es schon seit längerer Zeit, aber hallo mein, ausschöpfen. Das Brot ist beim anderen Zeug. Genau, das ist ein separat. Ach so, in der Form, was ist das gerade? Das ist ein Schlüssel. Das ist da irgendwie ein Zentralschlüssel und so. Aber das wäre natürlich nicht mehr cool. Wobei ich schon gesehen habe, manchmal wird es erpresst. Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel beim Europark, da kommt es überhaupt nicht mehr zu. Das ist ja alles eingemauert. Oder beim Globus war ich dort, das ist nicht mehr lassen. Das müsste ich so Kaufland nicht mehr lassen. Da kommt es nicht einmal zur Tonne, gell? Da weißt du gar nicht, wo das ist. Ja, bitte. Weil sonst müssen wir nicht heimfahren. Das machen wir eigentlich das wieder nicht. Oder irgendwas ist. Ja, und wenn es mir das Radl auch noch annimmt, dann brauche ich das auch nicht mehr heimfahren. Echt? Oder? Das ist verschenkt mal. Kaufen nichts Tag. Wollt ihr euch, wir verschenken euch was. Also, wollt ihr nichts kaufen? Was ist der Verkauf nichts Tag? Nein, heute wird nichts verkauft, sondern verschenkt.
Ja, Esel ist er, ja. Ja. Schaut euch an, unsere Palette. Ja. Da ist alles dabei. Unsere Gesellschaft so für den Stellenwert hat. Und wir sind was dieser Gesellschaft ja zum Beispiel abfällen eben schwer. Das kann man auch nicht wirken. Auf die Straße nicht mehr, wenn dann kurz das. Wenn man auf den Müll gemischt, sagen wir mal. Ja. Und das ist aber alles schlecht. Das ist teilweise 20 Minuten aus dem Toll nach. Grüß Gott. Darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Was haben Sie sich jetzt so von dieser Aktion geistig mitgenommen, abgesehen vom materiellen Wert? Also ich habe mir gedacht, es ist gut, dass das mal aufgezeigt wird, wie viel eben in der Mülltonne landet, wo andere Menschen verhungern müssen oder sie es nicht leisten können. Ja. Aber ich stelle bei mir fest, dass man eine Scheu hat, das zu nehmen. Man geniert sich dafür. Da haben wir gedacht, wieso geniert man sich eigentlich dafür, das zu nehmen? Sagt man sich, nein, ich habe das nicht notwendig oder ich weiß es nicht. Und ich habe mir für mich gedacht, man müsste das viel öfters verteilen, damit es eben nicht zugrund geht und wertlos. Und in Wirklichkeit ist es ein großer Wert, ja, wenn Menschen das brauchen. Symbiose wäre so einfach, gell? Ja, genau. Ja. Ich finde es super, dass ich junge Menschen das einmal einfallen lasse. Oh, danke. Grüß Gott. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit, Mahlzeit. Danke, danke. Bitte? Darf ich Sie was fragen? Was wollen Sie fragen? Haben Sie noch was außer dem materiellen Wert so was mitgenommen von der Aktion, was Sie sich denken drüber? Von der Aktion? Ja, nehmen Sie da noch was anderes mit nach Hause. Ja, das eigentlich stark ist, dass sich da wer herstellt und das einfach mal was abgelaufen ist, aber sicher gut ist, ja, sagt, nimm. Dann einfach mal das Bewusstsein, alle rennen da rein, zahlen eigentlich schöne Stand Geld. Und da ist mehr oder weniger. Wenn man das heute nicht nimmt oder nicht längstens morgen, wird es weggehauen. Und wie viel ist das? Das ist ja ein Bruchteil dessen, was tatsächlich tagtäglich irgendwo landet. Ich meine, der Bürger selbst gibt da auch schon 5 Kilo für sich pro Tag am Müll weg. Ja. Das muss man sich auch mal für den Bürger ausrechnen. Und was dann bei der Konsumgesellschaft von den Lebensmittelgeschäften ist, unverstehbar. Ja. Man braucht ja nur schauen, was so jeden Tag übrig bleibt. Und wenn man um 18 Uhr einkaufen geht, dann sind die Regale voll
Brot ist auch noch immer da. Und was passiert? Nächsten Tag wird es sicher nicht mehr verkauft. Und wenn man es aus dem Container nimmt, dann wird man eingesperrt. Ist das so? Mhm. Sind schon abgeschlossen sogar bei vielen Geschäften. Ja, ja, es ist, regt zum Nachdenken. Ja, ja. Okay. Einen schönen Tag noch. Du hast da einen riesen Garten, oder wie? 1200 Quadratmeter, ja. Boah! Ich meine, die Äpfel sind leider nicht so, die sind von meiner Größe. Du bist ein totaler Selbstversorger damit, so viel. 1200 Quadratmeter. Da kannst du viel machen. Ja. Gemüse machen wir viel mehr. Drei mehr. Familien sollten sie, oder fünf sogar, pro Quadrathektar, oder? Sollten sie ernähren können. Ja, pro Hektar. Das ist ein Zehntel Hektar, was wir haben. Ja, ausgeschlossen sein. Wenn du das rein auf vegan oder so machst, dann ja, sicher. Und zwei Schweinl habe ich. Ach so. Ja, Haustiere braucht man. Was? Das? Ein Kaufnichtstag. Genau. Ja. Genau, darum verschenken wir Dinge. Kannst du nichts kaufen, dann ja? Nur liegen. Genau. Wir verschenken Dinge, die für unsere Gesellschaft für den Müll bestimmt hat, obwohl es eigentlich nur ein Kopf der Qualität ist. Okay. Muss genau. Ja. Mach ich. Na ja. 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 Wo bist du her? Die Jungs heben sie nur am Bruch, wenn sie es wieder heimtragen müssen. Ja, genau. Bitte? Zu viele, das reicht auch. Die muss ich nicht heimtragen. Ja. Das reicht. Gut. Machst du auch noch was zum Verschenken? Nichts oder Schwein? Nichts? Also das ist unsere Leibeigene, das haben wir vergessen zu sagen. Okay, tschüss. Tschüss. Das ist doch genial, oder? So, nichts zum Schreiben, nichts zu zahlen. Wie geht das? Frisches, brandes Brot, Äpfel, Kraut. Naja, was machst du denn? Machst du ein Brot mit der Pesto? Ja, wir haben das Problem, weil wir wollen es nicht mehr mitnehmen. Das ist sehr langsam, oder? So wird das anders aus dem Bild. Ja, aber wir fragen nicht den Zug gemacht, sondern wir also, kennen wir aus. Also das haben wir gestern Abend fast da jetzt gekommen. Das ist ein Jahr zu viel. Ja, wie war es schon? Graz, liebst du dem, was wir in Deutschland haben? Ich befasse mich mit dem Thema. Ja? Darf ich dir auch was mitgeben von uns? Ja? Wollen wir das machen? Der Schenkwart? Ja, genau. Ja, der kennst du den? Also, ich glaube, das ist der.
Ja, aber das hat er bestimmt nicht gut gepasst. Ja, eben. Achso, der war schon da. Und sagst du das noch weiter, gell? Das ist Stift nehmen? Ja, klar. Wir haben auch nichts dafür bezahlt, weil das sind die Abfallprodukte unserer Gesellschaft. Haben wir so in ja, gestern Abend, ich habe einfach mal so gesprochen. Heute ist es gratis, morgen kostenlos. Ja, sehr gut. Das kommt der morgen. Und für Marketingstrategie. Ja, dann kommen wir morgen. Woher kommen Sie, Vero, from? Aus Frankreich. Aus Frankreich, oh. Ja. Und Holiday? Nein, ich bin Erasmus-Studentin in Deutschland. Mm. Aber man sieht auch so das in Frankreich. Und jetzt im Supermarkt, also sie lassen einfach Lebensmittel. Und sie mit Javel oder das, weil sie wollen nicht, dass die Leute, die in der Straße wohnen, das essen können. Es wird zerstört vorher, bevor man es kaputt gemacht. Ja, das ist unglaublich. Also ich kann das nicht verstehen. Aber vielen Dank. Bitte schön. Schuhe nicht auch. Es ist billiger, sehr neuen Schuh zu kaufen, als einen alten Schuh reparieren zu lassen. Aber was wirklich arg ist, das liegt alles so, wie es ist, im Biomüll. Mhm. Also mit der Verpackung oder so. Ja? Also weil so Biller und so diese Marketten, die loben sich ja selbst damit, dass sie jeden Müll trennen und so. Ja, die haben aber alles Biodown und Altpapier, aber es ist überall dasselbe drin. Überall Verpackungsmaterial und ein paar Bananen und alles Mögliche. Und das ist in der Biodown drin. Ja? Und Biodown kommt dann auf den Kompost. Also ja, also man kann auf jeden Fall ohne weiteres von dem leben. Und das hat nichts mit Überwindung oder irgendwas zu tun, weil das ist absolut in Ordnung. Das schmeckt nicht schlechter oder so, nur weil es aus dem Müll kommt. Das ist nicht grausig. Es ist halt großteils abgelaufen, aber Ablaufdatum sind Zahlen und mehr nicht. Und sagt meistens nur aus, dass das wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft mal nicht mehr so gut ist. Aber ein Brot, das ist das, aber wenn es heute ein Brot gehabt hat, schmeißt es morgen weg. Ja? Und das ist alles von heute oder morgen abgelaufen. Oder gestern, ich meine, das ist auch nicht schlimm. Und beim Brot sieht man es ja meistens eh gleich, wenn es schlecht ist. Entweder ist es mit Brot oder es kommt zum Schimmeln. Aber das ist alles nicht schlimm. Ja, das ist die Temperatur und Lockerung. Ja, die Temperatur haben wir hervorragend, oder? Also wir haben da gleich die ideale Kühlschranktemperatur heute. Eben, ja, nein. Schwarzbrot quasi in einem starken Papier.
Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist alles von Weißbrot oder von vorgestern Weißbrot eben. Ich muss nur fragen, wir kennen die Verkehr. Die Jungs, die machen auch die Straßenfesteln, wo sie den Rollrasen dann auslegen auf der Straße, wie am Müllnerhügel oder beim Elmokino auf der Straße, wo das war. Yeah.